Nachruf auf Richard Lugner, ein schillerndes Leben zwischen Baustellen und Ballsaal. Am 12. August 2024 ist der österreichische Geschäftsmann und Reality-TV-Star Richard Lugner im Alter von 91 Jahren verstorben. Die Nachricht seines Todes erschütterte die österreichische Öffentlichkeit und hinterlässt eine Lücke in der Welt des Bauwesens, des Entertainments und der Prominenz. Die genauen Umstände seines Todes sind bisher noch nicht bekannt. Doch es wird berichtet, dass es einen Rettungseinsatz in seiner Wiener Villa gab. Mit seinem Ableben endet das Leben eines Mannes, der über Jahrzehnte hinweg zu einem festen Bestandteil der österreichischen Medienlandschaft wurde und dessen Name weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. Ein Unternehmer mit visionärem Geist. Geboren am 11. Oktober 1932 in Wien, wuchs Richard Lugner in einfachen Verhältnissen auf. Nach seiner Ausbildung zum Bauingenieur gründete er in den 1960er Jahren sein eigenes Bauunternehmen, die Lugner Bau- und Projektgesellschaft. Seine unternehmerische Karriere begann zunächst bescheiden, doch mit harter Arbeit und einem guten Gespür für Geschäftsmöglichkeiten gelang es ihm, in der Baubranche Fuß zu fassen. In den folgenden Jahrzehnten war Lugners Firma an zahlreichen bedeutenden Bauprojekten in Österreich beteiligt, darunter Wohnanlagen, Einkaufszentren und öffentliche Gebäude. Der Bauunternehmer war jedoch nicht nur auf seine Arbeit konzentriert, er besaß auch ein scharfes Bewusstsein für den Wert von Öffentlichkeitsarbeit. In den 1990er Jahren erlangte er durch den Bau und die Eröffnung des Wiener Einkaufszentrums Lugner City breite Bekanntheit. Das Einkaufszentrum, das nach ihm benannt ist, wurde schnell zu einem Wahrzeichen Wiens und zu einem Symbol für Lugners Erfolg und seine unternehmerische Weitsicht. Der Aufstieg zur Medienikone. Richard Lugner war nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, sondern auch ein Mann, der das Rampenlicht suchte und zu nutzen wusste. Er verstand es, sich selbst zu vermarkten und wurde so im Laufe der Jahre zu einem der bekanntesten Gesichter der österreichischen Medienlandschaft. Berühmt wurde er vor allem durch seine jährliche Teilnahme am Wiener Opernball, zu dem er seit 1992 stets einen prominenten Gast einlud. Diese Tradition entwickelte sich zu einem Medienspektakel, bei dem Lugner sich und seine Begleitung geschickt in Szene zu setzen wusste. Ob es nun internationale Filmstars, Models oder andere Berühmtheiten waren, der Lugner Opernballgast war jedes Jahr ein heiß diskutiertes Thema. Neben dem Opernball erlangte Lugner auch durch zahlreiche TV-Auftritte Popularität. In den 2000er Jahren wurde er zum Reality-TV-Star, als er begann, sein Leben in diversen TV-Formaten öffentlich zur Schau zu stellen. Die Lugners, eine Doku-Soap über seine Familie und seinen Alltag, zog ein Millionenpublikum an und zeigte ihn als exzentrischen, aber auch liebenswerten Patriarchen, der mit viel Humor und Charme die Höhen und Tiefen des Lebens meisterte. Ein Leben in Schlagzeilen und Skandalen. Lugners Leben war nicht nur von Erfolgen geprägt, sondern auch von zahlreichen Skandalen und medialen Kontroversen. Seine Ehe- und Beziehungsdramen wurden in der Boulevardpresse intensiv verfolgt, und er selbst sorgte oft mit scharfzüngigen Bemerkungen für Schlagzeilen. Insgesamt war er 5-mal verheiratet, und jede seiner Ehen war ein mediales Ereignis für sich. Trotz aller Turbulenzen blieb Lugner jedoch immer seinem Stil treu, offen, direkt und niemals um eine Antwort verlegen. Auch seine politischen Ambitionen sorgten für Aufsehen. 1998 kandidierte er für das Amt des österreichischen Bundespräsidenten, wo er mit populistischen Aussagen und unkonventionellen Wahlkampfmethoden für Furore sorgte. Obwohl er letztlich nur einen geringen Stimmenanteil erreichte, bewies er auch hier seinen Mut, neue Wege zu beschreiten und sich gegen etablierte Strukturen zu stellen. Der Mensch hinter der Fassade. Trotz seines oftmals lauten und exzentrischen Auftretens war Richard Lugner ein Mann mit Tiefgang und Prinzipien. Er engagierte sich in verschiedenen sozialen Projekten und spendete regelmäßig für wohltätige Zwecke. Freunde und Wegbegleiter beschreiben ihn als großzügigen, humorvollen und lebensfrohen Menschen, der trotz seines Ruhmes nie den Kontakt zur Basis verlor. Seine enge Verbindung zu seiner Familie, insbesondere zu seinen Kindern, war ein zentrales Element seines Lebens. Mit seinem Tod verliert Österreich eine der schillerndsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte. Richard Lugner hinterlässt ein immenses Erbe, sowohl im Bauwesen als auch in der österreichischen Gesellschaft und Kultur. Sein Leben war eine einzigartige Mischung aus Geschäftssinn, Charisma und einem unstillbaren Durst nach Aufmerksamkeit.
Er wird nicht nur als Mörtel, wie er liebevoll genannt wurde, sondern auch als eine Ikone in Erinnerung bleiben, die das Wiener Gesellschaftsleben nachhaltig geprägt hat. Mögen seine Verdienste und sein unvergleichlicher Charakter in Erinnerung bleiben und zukünftigen Generationen als Inspiration dienen. Richard Lugner hat gezeigt, dass man mit Mut, Kreativität und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein Großes erreichen kann. Seine Geschichte wird noch lange nachklingen und sein Name wird untrennbar mit dem Bild eines Österreichs verbunden bleiben, das sowohl Tradition als auch Moderne vereint.